So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie oder einer neuen Lesung auf dem YouTube-Kanal Joggler66 von Jörg von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Ich habe ja jetzt letztens in 7 verschiedenen Teilen das Papier gelesen über 2017, Luther 2017, wo stehen wir heute? Christ oder Antichrist, was wählst du? Und ich hatte schon vor einiger Zeit, das ist glaube ich schon ein Jahr oder so her, eine Lesung gemacht im Englischen, in Hour of the Truth, das könnt ihr gerne raussuchen, wenn ihr wollt, das waren 2 Sendungen je 1,5 Stunden, und um ein Papier oder von einem Papier von Luther, das ich heute in Deutsch gerne vorlesen möchte, das in Deutsch den Titel trägt, an den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung, geschrieben von Luther 1520, und war wohl auch mit Teil seines Werkes von der babylonischen Gefangenschaft. Das ist ein etwas größeres Werk, das werde ich aber wohl nicht angehen, um zu lesen. Aber dieser an den christlichen Adel deutscher Nation, dieses Schreiben von Martin Luther, finde ich sehr interessant. Vor allen Dingen auch deswegen, weil das noch stattgefunden hat, bevor er nach Mainz gerufen wurde, um da seine Schriften zu widerrufen vor Karl dem V., wie uns ja bekannt ist, wo er da gestanden hat und gesagt hat, dass ich nichts widerrufen kann, weil das geht gegen das Gewissen und das ist nicht gesund. Und deswegen kann ich das nicht und werde ich das nicht tun, so wahr mir Gott helfe. Dieses Schreiben ist halt noch davor. Das ist eins der Schreiben, von dem er da hätte Abstand nehmen müssen. Nun, normalerweise fängt man so etwas an, wenn man ganz vorne liest, also am Anfang. Ich mache es genau andersrum, weil es gibt hinten eine editorische Bemerkung und mit der möchte ich mir eben anfangen, euch das gerne vorzulesen. Und danach gehen wir in das Papier hinein, wobei ich sagen muss, dass ich hier sämtliche Bibelquoten, die hier drin zitiert sind, genommen habe aus der Schlachter 1951, die nach längerer Zeit, dass ich mir das angeschaut habe, wirklich die ist, die der King James am nächsten kommt. Nächster als die Lutherbibeln, weil die Lutherbibeln leider, die man heute alle so bekommen kann, leider alle ziemlich verfälscht sind. Die Schlachter ist noch das reinste Papier in der Hinsicht, aber eben auch hier rate ich immer an, die King James daneben zu nehmen, zumindest wenn man Englisch kann, und die Verse zu vergleichen, dann werdet ihr auch hier und da Diskrepanzen feststellen. Wie gesagt, die englische Bibel ist das einzige wahre, bewahrte Wort von Gott heutzutage, aber kann halt nicht jeder Englisch und dann würde ich sagen, nimmt mal die Schlachterbibel, um so getreu wie möglich euch an das Wort Gottes halten zu können. Nun, das Papier ist also geschrieben 1520, vor fast 500 Jahren. Und es ist im Grunde so aktuell, wie es damals war, das ist es heute auch noch. Und ich finde das eigentlich auch eine schöne Ergänzung zu dem Papier von Luther 2017, was ich gelesen hatte, um auch dieses hier jetzt mal zu bringen. Also, fangen wir mal an mit der editorischen Bemerkung. Da steht, Zitat: Im Juni 1520 begann Luther diese Schrift. Anfang August erschien sie im Buchhandel. Die Auflage war von vornherein sehr hoch angesetzt worden, 4000 Stück. Dennoch war sie innerhalb weniger Tage vergriffen. Ja, so waren die Leute damals. Da kam etwas Neues raus von einem, der wirklich die Wahrheit zu erzählen hatte und wirklich gegen die römisch-katholische Kirche vorging, und die Leute waren hungrig nach der Wahrheit, haben das verschlungen und 4000 Exemplare innerhalb weniger Zeit aufgekauft, innerhalb weniger Tage. Daraufhin musste in aller Eile eine Neuausgabe veranstaltet werden, der immer weitere folgten. So groß war das Echo dieser Schrift, welche den Durchbruch der Reformation bei den Laien bedeutete. Luther ist sich bewusst, was er unternimmt. Das Schriftzitat, das wir hier lesen, aus Prediger Kapitel 3, Vers 7, mit dem er seine Widmung an Amsdorf einleitet, ist bezeichnend dafür. Zitat: Die Zeit des Schweigens ist vergangen und die Zeit des Redens ist gekommen. Ja, das ist ein Text, der sich auch auf meinem Kanal befindet, wie ihr seht, wenn ihr meinen Kanal besucht, und das ist nicht ohne Grund. Die Zeit des Schweigens ist vergangen. In Luther 2017 habe ich das ja schon ziemlich deutlich gemacht. Wo stehen wir 500 Jahre nach der Reformation? Wo stehen wir knapp 500 Jahre nach der Bildung des Protestantismus 1529 im Konzil von Speyer? Und dieses Papier gibt uns weitere Gründe, warum damals sich die Reformatoren, warum sich
Menschen, die von Gott auf die Schulter geklopft wurden, aus der römisch-katholischen Kirche verabschiedet hatten und damals noch in dem Irrglauben waren, sie könnten die Kirche Satans, die Synagoge Satans, die römisch-katholische Kirche reformieren. Naja, je weiter wir in die Zukunft schauen, Konzil von Trent, was wir ja schon öfter besprochen haben und so weiter, hat man eben feststellen können, dass diese Kirche unreformierbar ist. Aber die Leute dachten halt damals, dass man sie reformieren könnte. Im Endeffekt kommt es alles darauf hinaus, dass man Offenbarung 18, Vers 4 folgt. Kommt heraus aus mir, mein Volk, dass ihr nicht teilnehmt an ihren Plagen und an ihren Sünden. Das ist im Grunde die Endbotschaft, die man da zu Menschen, die die römisch-katholische Kirche besuchen, nur sagen kann. Kommt raus aus ihr, mein Volk. Da gibt es keine Erlösung. Auch wenn der Papst natürlich genau das Gegenteil behauptet und sagt, außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Erlösung. Ich halte mich da lieber an das Wort Jesu Christu, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater außer durch mich. Und ich glaube nicht die römisch-katholische Doktrin, dass ich die Mutter von Jesus anbeten muss, um überhaupt mit Jesus sprechen zu können und dass nur durch die römisch-katholische Kirche Erlösung gegeben ist. Das ist eine Lüge. Und diese und andere Lesungen bei mir auf dem Kanal dienen natürlich dazu, eben diese Lüge aufzudecken. Also, dann fange ich mal an zu lesen von Martin Luther 1520 an den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Der allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten kaiserlichen Majestät, gemeint ist hier Karl V., und dem christlichen Adel deutscher Nation, Martin Luther. Gnade und Stärke von Gott zuvor, allerdurchlauchtigster, gnädigste, liebe Herren. Es ist nicht aus lauter Fürwitz noch Frevel geschehen, dass ich einzelner, armer Mensch mich unterstanden habe, vor euren hohen Würden zu reden. Die Not und Beschwerung, die alle Stände der Christenheit zuvor die deutschen Lande drückt, hat nicht allein mich, sondern jedermann bewegt, vielmals zu schreien und Hilfe zu begehren, hat mich auch jetzt gezwungen zu schreien und zu rufen, ob Gott jemand den Geist geben wollte, seine Hand der elenden deutschen Nation zu reichen. Es ist oft durch Konzile etwas aufgewandt, aber durch etlicher Menschen List behendlich verhindert und immer ärger geworden, deren Tücke und Bosheit ich jetzt, Gott helfe mir, zu durchleuchten gedenke, auf dass sie, erkannt, hinfort nicht mehr so hinderlich und schädlich sein möchten. Gott hat uns ein junges, edles Blut zum Haupt gegeben. Und hier spricht Luther von Kaiser Karl V., den er lange auf diese Weise, von diesem er lange auf diese Weise gesprochen hat. Und damit viel Herzen zu großer, guter Hoffnung erweckt. Daneben will sich's ziemen, das unsere dazu zu tun und der Zeit und Gnade nützlich zu gebrauchen. Das Erste, was in dieser Sache vornehmlich zu tun ist, ist, dass wir uns ja mit großem Ernst vorsehen und nicht etwas mit Vertrauen auf große Macht oder Vernunft anfangen, obgleich aller Welt Gewalt unser wäre. Denn Gott kann's und will's nicht leiden, dass ein gutes Werk im Vertrauen auf eigene Macht und Vernunft angefangen werde. Er stößt es zu Boden, davor hilft nichts, wie im 33. Psalm, Kapitel 5, Vers 16 steht. Zitat: Einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht, ein Held wird nicht errettet durch große Kraft. Ende Zitat. Und aus dem Grund besorge ich, sei es vor Zeiten gekommen, dass die teuren Fürsten, Kaiser Friedrich I. und der II. Und viel mehr deutsche Kaiser, vor welchen sich doch die Welt fürchtete, so jämmerlich von den Päpsten mit Füßen getreten und gedrückt worden sind. Hier muss ich mal kurz einen Kommentar mit einfügen. Er spricht hier über Kaiser Friedrich I. und der II. Friedrich I. war Kaiser Barbarossa. Den kennt ihr ja wahrscheinlich auch noch aus der Schule. Zwischen 1152 und 1190 hat er regiert. Sowie Kaiser Friedrich II. Zwischen 1215 und 1250. Die standen beide in schweren Auseinandersetzungen mit den Päpsten ihrer Zeit. Friedrich II. Wurde mehrfach mit dem Bann belegt und für abgesetzt erklärt. Der Bann, das ist im Grunde auch die Exkommunikation, die die römische Kirche eben oftmals einsetzt und damit im Grunde einen König vogelfrei macht.
Ne? Und der Satz endet ja mit, so jämmerlich von den Päpsten mit Füßen getreten und gedrückt worden sind. Ja, da muss ich doch mal eben zurückgehen auf eine andere Geschichte, die ihr vielleicht unter dem Namen der Gang nach Canossa kennt. So wird das heutzutage viel bezeichnet. Problem ist, dass die meisten Leute überhaupt keine Ahnung, was der Gang nach Canossa eigentlich ist. Und das bezeichnet den Italienzug König Heinrichs IV. Von Dezember 1076 bis Januar 1077. Der ist in Sack und Asche, wie man so schön sagt, ja, also wirklich nur leicht bekleidet mit seiner Frau und mit seinem Kind alleine zu Fuß, barfuß teilweise sogar, über die Alpen gezogen, um zum Papst zu gehen und sich zu entschuldigen dafür, dass er den Papst angegriffen hätte, woraufhin der Papst ihn halt exkommuniziert hat und ihm seine Macht genommen hat und er musste zum Papst gehen und musste beim Papst, zwischen Anführungsstrichen, Buße tun und sich entschuldigen. Und als er vor dem Papst niederkniete, um seine Exkommunikation rückgängig zu machen, setzte dieser Papst seinen Fuß auf den Nacken des Königs, um deutlich zu machen, wer König der Könige und Herr der Herren ist. Ein Titel, den der Papst sich natürlich unzurecht von unserem Herrn Jesus Christus angeeignet hat. Gang nach Canossa. Sollte man mal studieren, aber aus anderen Quellen als Wikipedia, weil da steht immer nur die Hälfte drin. Sie haben sich vielleicht auf ihre Macht verlassen, mehr als auf Gott. Darum haben sie fallen müssen. Ja, die Könige und die Kaiser, deutschen Kaiser, von denen Luther hier spricht. Diese Macht, muss man begreifen, wurde ihnen ja durch den Papst gegeben, der die Könige und Kaiser derzeit krönte. Und wem der Papst eine Krone aufsetzt, dem kann der Papst seine Krone auch wieder nehmen. Und das ist genau wie heute. Wenn der Papst die Politiker, ja, wie muss ich das jetzt sagen, die Politiker auf das Volk lässt, also was wir als Politiker kennen, was wir als recht, links oder liberal in der Mitte oder extrem rechts oder extrem links kennen, die ganzen Leute, die in politischen Parteien vertreten sind, die ganzen Leute, die in politischen Parteien Macht haben und schlussendlich die gegeneinander antreten, wie jetzt zum Beispiel in Amerika, wo es ja nur ein Zwei-Parteien-System gibt, ist ein bisschen leichter, das zu erklären, da hast du nur die Demokraten links und die Republikaner rechts. Dem Papst ist es wurscht, wer von den beiden gewinnt, weil alle beide haben haben sich in ihrer Autorität dem Papst unterworfen. Und von daher ist es wurscht, wer gewinnt. Ich hole immer noch mal also ein Beispiel aus der Vergangenheit gerne an, die Wahlen in 2004, als George W. Bush zur Wiederwahl stand. Und da wisst ihr ja, der war Republikaner und sein demokratischer Gegenkandidat war John Kerry. Und der ist ja heute in der Obama-Administration ein höheres Tier. Und es waren beide, und sind auch noch immer beide, Mitglieder der Geheimorganisation Skull and Bones. Die kommt aus der Yale-Universität, die im Grunde von einem Deutschen errichtet wurde. Diese Geheimorganisation Skull and Bones ist an der Spitze regiert von, natürlich wie alle freimaurerischen Organisationen, vom Schwarzen Papst. Und der schwarze Papst regiert den weißen Papst. Also auch von daher war es völlig wurscht, wer von den beiden damals das Präsidentenamt gewinnt. Es gewinnt immer der Kandidat des Papstes. Und in der deutschen Politik, in der französischen Politik, in der englischen Politik, in der italienischen Politik, in der spanischen Politik, ich kann jetzt nicht alle Länder aufzählen, aber da ist es überall genau dasselbe. Es gewinnt immer der Kandidat des Papstes, sowieso. Weil der trägt das Zeichen des Kain und ein anderer kommt gar nicht in die Regierung mit rein. Naja, also, sie haben sich vielleicht auf ihre Macht verlassen, mehr als auf Gott. Darum haben sie fallen müssen. Und was hat zu unseren Zeiten den Blutsäufer Julius II. So hoch erhoben, als dass ich besorge, Frankreich, die Deutschen und Venedig haben auf sich selbst gebaut? Ja, also der Blutsäufer Julius II., das ist Papst Julius II., der zwischen 1503 und 1510 regiert hat. Das war der Papst vor der Regentschaft, als 1520 Luther in Worms da stand.
da war es bereits ein anderer Papst. Wenn ich mich nicht irre, war das Papst Leo X. zu der Zeit. Es schlugen die Kinder Benjamin 42.000 Israeliten deshalb, weil diese sich auf ihre Stärke verließen, was wir nachlesen können im Buch der Richter, Kapitel 20. Dass es uns nicht auch so mit diesem edlen Blut Karl des V. ergehe, müssen wir gewiss sein, dass wir in dieser Sache nicht mit Menschen, sondern mit den Fürsten der Hölle handeln, die wohl selbst mit Krieg und Blutvergießen die Welt erfüllen können, aber sie lassen sich damit nicht überwinden. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ja? Dass wir in dieser Sache nicht mit Menschen, sondern mit Fürsten der Hölle handeln, der erste Hinweis darauf, dass der Papst der Antichrist ist und dass solche Leute wie Karl der V. eben die Zulieferer zu diesem Antichristen sind, die wohl selbst mit Krieg und Blutvergießen die Welt erfüllen können, aber sie lassen sich damit nicht überwinden. Du kannst noch so viel Blut vergießen, du kannst diese Regentschaft der Personen, die das Zeichen des Kain tragen, nicht mit Blutvergießen überwinden. Deswegen hat Gott ja auch gesagt, wer Kain niederschlägt, soll siebenfach gestraft werden. Man kann keine weltliche Rebellion machen, um Gottes Gesetz zu etablieren. Das muss man mal verstehen. Jede Regierung, die auf eine blutige Art und Weise an die Macht kommt, kann niemals Gottes Gesetz vertreten. Ich darf nicht töten. So einfach ist das. Und wenn Gott mir ein Schwert gibt, dann ist es das zweischneidige Schwert seines Wortes. Mit dem kann ich kämpfen, aber nicht mit einem Schwert aus Metall. Man muss hier die Sache mit einem Verzagen an leiblicher Gewalt, in demütigem Vertrauen Gottes angreifen und mit ernstlichem Gebet Hilfe bei Gott suchen und nichts anderes in die Augen fassen als der elenden Christenheit Jammer und Not, unangesehen, was böse Leute verdient haben. Wo das nicht geschieht, so soll sich das Spiel wohl mit großem Glanz anfangen lassen. Aber wenn man hineinkommt, sollen die bösen Geister eine solche Irrung zurichten, dass die ganze Welt im Blut schwimmen müsste und damit dennoch nichts ausgerichtet wäre. Darum lasst uns hier mit Furcht Gottes und weislich handeln. Je größer die Gewalt, desto größeres Unglück. Wo nicht in Gottes Furcht und Demut gehandelt wird, haben die Päpste und Römer bisher durch Teufelshilfe die Könige ineinander wirren können, so mögen sie's auch noch einmal tun, so wir ohne Gottes Hilfe mit unserer Macht und Kunst dreinfahren. Die Romanisten haben mit großer Behendigkeit drei Mauern um sich gezogen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz und darauf baut das ganze Papier ab, weil diese drei Mauern werden wir jetzt gleich näher erläutern. Die Romanisten haben mit großer Behendigkeit drei Mauern um sich gezogen, womit sie sich bisher beschützt haben, so dass niemand sie hat reformieren können, wodurch die ganze Christenheit greulich gefallen ist. Nun, leider unterliegt Luther hier zu diesem Zeitpunkt noch dem Irrglauben, die römisch-katholische Kirche sei christlich und formuliert deswegen in seinem Brief hier, da wodurch die ganze Christenheit greulich gefallen ist. Zur ersten Mauer. Wenn man mit weltlicher Gewalt auf sie eingedrungen ist, haben sie festgesetzt, also die römisch-katholische Kirche, und gesagt, weltliche Gewalt habe kein Recht über sie, sondern umgekehrt, die geistliche sei über die weltliche. Zum zweiten, hat man sie mit der Heiligen Schrift tadeln wollen, setzen sie dagegen, es gebühre niemand, die Schrift auszulegen, als dem Papst. Nun, hier gibt es Zitate genug in der römisch-katholischen Kirche, dass der Papst über der Bibel steht. Und ich habe hier mal eben zwei Beispiele rausgesucht, die ich euch gleich mal zitieren werde. Zitat: Die Vorherrschaft der Bibel als Quelle des Glaubens ist unhistorisch, unlogisch, fatal für die Tugend des Glaubens und destruktiv zur Einheit.
Es ist unhistorisch. Ende Zitat. Kann man nachlesen in der katholischen Enzyklopädie, Band 12, Seite 496. Und von einem Papier, das ich im Englischen leider nur habe, das ich eigenhändig ins Deutsche übersetzen muss, das heißt im Englischen Roman Catholic Confessions for Protestants Oath, Article 11, mit anderen Worten, römisch-katholische Konfession für Protestanten, für einen protestantischen Eid, das heißt also Protestanten, hauptsächlich in Ungarn in den 1820er, 30er Jahren wurde dieser Eid aufgezwungen, um sich vom Protestantismus auf Katholizismus zu bekehren, so gesagt. Aus dieser katholischen Konfession für die Protestanten also lesen wir aus Artikel 11, Zitat. Wir bekennen, dass der Papst die Macht hat, die Schrift zu ändern, hinzuzufügen und von ihr zu nehmen, nach seinem Willen. Ja, und wir wissen ja alle, was in der Bibel geschrieben steht, was mit den Leuten passiert, die zu der Schrift hinzufügen oder von der Schrift hinwegnehmen. Nicht wahr? Zum Dritten, das ist also jetzt die dritte Mauer. Zum Dritten, droht man ihnen mit einem Konzil, so erdichten sie, es könne niemand ein Konzil berufen als der Papst. So haben sie uns die drei Ruten heimlich gestohlen, dass sie ungestraft sein können und sich in die sichere Befestigung dieser drei Mauern gesetzt, alle Büberei und Bosheit zu treiben, die wir denn jetzt sehen. Und ob sie schon ein Konzil machen mussten, haben sie doch dasselbe vorher dadurch matt gemacht, dass sie die Fürsten zuvor mit Eiden verpflichteten, sie bleiben zu lassen, wie sie seien. Mit anderen Worten, der Luther schreibt natürlich hier in einem ziemlich alten Deutsch, das müsst ihr ja verstehen, das war ja 1520. Mit anderen Worten sagt er hier, dass wenn ein Konzil dann gemacht wurde, und da waren natürlich auch die Stellvertreter des Landes, also die Fürsten, Könige oder was auch immer da in vertreten, diesen wurde vorher mit Eid verpflichtet, dass sie dem zustimmen, was die römisch-katholische Kirche in diesen Konzilen vorschlägt. Mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche ändert sich nie. Es sind immer die anderen, die sich ändern müssen. Also diese ganzen Konzile haben in der Hinsicht sehr, sehr wenig gebracht, weil das war immer nur eine Konfirmation, eine Bestätigung der bereits vorhandenen Lehre. Dazu hat sich bis heute nichts geändert. Dazu, fährt Martin Luther hier fort, haben sie dem Papst volle Gewalt über alle Ordnung des Konzils gegeben, so dass es gleich ist, es seien viele Konzile oder gar kein Konzil, abgesehen davon, dass sie uns nur mit Larven- und Spiegelgefechten betrügen. So gar greulich fürchten sie für ihre Haut vor einem rechten, freien Konzil. Sie haben Könige und Fürsten damit schüchtern gemacht, so dass diese glauben, es wäre wieder Gott, so man ihnen nicht in allen solchen schalkhaftigen, listigen Schreckgespensten gehorche. Nun helfe uns Gott und gebe uns der Posaunen eine, womit die Mauern Jerichos umgeworfen wurden, dass wir diese strohernen und papierenden Mauern auch umblasen und die christlichen Ruten, Sünden zu strafen, losmachen, des Teufels List und Trug an den Tag bringen, auf dass wir durch Strafe uns bessern und seine Huld wiedererlangen. Wollen die erste Mauer zuerst angreifen. Man hat's erfunden, dass Papst, Bischöfe, Priester und Klostervolk der geistliche Stand genannt wird, Fürsten, Herren, Handwerks- und Ackerleute der weltliche Stand. Das ist eine sehr feine Erdichtung und Trug. Doch soll niemand deswegen schüchtern werden, und das aus dem Grund. Alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes und ist unter ihnen kein Unterschied, außer allein des Amts selber, wie Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 12 und fortfolgende Kapitel 12 in den Versen 7 fortfolgende erklärt. Und das lese ich jetzt mal eben zur Vollständigkeit vor. Also 1. Korintherbrief Kapitel 12 ab Vers 7. Zitat. Einem jeglichen aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist die Rede der Weisheit gegeben, einem anderen aber die Rede der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen, in dem gleichen Geist. Einem anderen Wunder zu wirken, einem anderen Weissagung,
einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dieses alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden persönlich zuteilt, wie er will. Denn wenn gleich, Moment, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wiewohl ihrer viele sind, doch nur einen Leib bilden, also auch Christus. Denn wir wurden alle in einen Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört er deswegen nicht weniger dazu. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört es deswegen nicht weniger dazu. Wäre der ganze Leib Auge, wo bliebe das Gehör? Wäre er ganz Ohr, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so am Leibe gesetzt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es viele Glieder, doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarf deiner nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die wir für weniger ehrbar am Leibe halten, die umgeben wir mit desto größerer Ehre, und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten. Denn die uns wohl anstehen, bedürfen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem dürftigeren Glied umso größere Ehre gab. Damit es keinen Zwiespalt im Leibe gebe, sondern die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und jedes in seinem Teil Glieder. Und so hat Gott in der Gemeinde gesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, danach Wundertäter, sodann die Gaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Verwaltung, verschiedene Sprachen. Es sind doch nicht alle Apostel, nicht alle Propheten, nicht alle Lehrer, nicht alle Wundertäter? Ende Zitat. Alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes und ist unter ihnen kein Unterschied außer allein des Amtshalber, wie Paulus zitiert gesagt hat, dass wir allesamt ein Leib sind, obwohl doch ein jegliches Glied sein eigenes Werk hat, womit es den anderen dient. Das alles macht, dass wir eine Taufe, ein Evangelium, einen Glauben haben und auf gleiche Weise Christen sind. Denn die Taufe, Evangelium und Glauben, die machen allein geistlich und Christenvolk. Dass aber der Papst oder Bischof salbet, Platten macht, ordiniert, weihet, sich anders als Laien kleidet, kann einen Gleisner und Ölgötzen machen, macht aber nimmermehr einen Christen oder geistlichen Menschen. Demnach werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht, wie Petrus im ersten Brief Petrus Kapitel 2 Vers 9 sagt, Zitat, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und in Offenbarung 5, Vers 10 lesen wir dazu, Zitat, und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Noch eine kleine Anmerkung dazu. Du wirst so wenig Christ durch in die Kirche zu gehen, wie du auch kein Auto wirst durch in der Garage zu stehen. Du kannst jeden Sonntag in die Kirche gehen, das macht dich nicht zum Christen. Du kannst jeden Tag in der Garage schlafen, deswegen wirst du noch lange kein Auto. Christ wird man durch den Glauben an Jesu Christus. Und der Glaube ist nichts, wenn er nicht praktiziert wird, wenn er nicht gehalten wird und wenn man sich nicht an die Gesetze hält. Und deswegen hat Christus gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Martin Luther fährt weiter.
Denn wo nicht eine höhere Weihe in uns wäre, als der Papst oder Bischof gibt, so würde durch des Papstes und Bischofs Weihen nimmermehr ein Priester gemacht. Er könnte auch weder Messe halten, noch predigen, noch absolvieren. Drum ist des Bischofs Weihe nichts anderes, als wenn er an Stelle und Person der ganzen Versammlung einen aus der Menge nehme, die alle gleiche Gewalt haben, und ihm beföhle, diese Gewalt für die anderen auszurichten. Das ist gleich, als wenn 10 Brüder eines Königs Kinder und gleiche Erben einen erwählten, das Erbe für sie zu regieren. Sie wären ja alle Könige und von gleicher Gewalt, und doch wird einem zu regieren befohlen. Und damit ich's noch klarer sage, wenn ein Häuflein frommer Christenlein gefangen und in eine Wüstenei gesetzt würde, die nicht einen von einem Bischof geweihten Priester bei sich hätten, und würden allda der Sache eins, erwählten einen unter sich, er wäre verheiratet oder nicht, und befühlen ihm das Amt zu taufen, Messe zu halten, zu absolvieren und zu predigen, der wäre wahrhaftig ein Priester, als ob ihm alle Bischöfe und Päpste geweiht hätten. Daher kommt's, dass in der Not ein jeglicher taufen und absolvieren kann, was nicht möglich wäre, wenn wir nicht alle Priester wären. Solch große Gnade und Gewalt der Taufe und des christlichen Standes haben sie uns durchs geistliche Recht ganz zerstört und unbekannt gemacht. Auf diese Weise erwählten die Christen vor Zeiten ihre Bischöfe und Priester aus der Menge, die danach von anderen Bischöfen ohne alles Prangen, das jetzt regiert, bestätigt wurden. So wurden Augustin, Ambrosius und Cyprian Bischof. Dieweil denn die weltliche Gewalt nun gleich mit uns getauft ist, denselben Glauben und Evangelium hat, so müssen wir sie Priester und Bischöfe sein lassen und ihr Amt als ein Amt rechnen, das da der christlichen Gemeinde gehöre und nützlich sei. Denn was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht einem jeglichen ziemt, solch Amt auszuüben. Denn weil wir alle gleichmäßig Priester sind, darf sich niemand selbst hervortun und sich unterwinden, ohne unsere Bewilligung und Erwählen das zu tun, wozu wir alle gleiche Gewalt haben. Denn was allgemein ist, kann niemand ohne der Gemeinde Willen und Befehl an sich nehmen. Und wo es geschehe, dass jemand zu solchem Amt erwählet und danach um seines Missbrauchs willen abgesetzt würde, so wäre er gleich wie vorher. Darum soll ein Priesterstand in der Christenheit nicht anders sein als ein Amtmann. Dieweil er im Amt ist, geht er vor. Wo er abgesetzt ist er ein Bauer oder Bürger, wie die anderen. Nun, das ist heute natürlich leider nicht mehr so. In der Welt des Antichristen geht niemand arm aus seinem Amt, sondern sie werden dann, was weiß ich, Vorsitzender oder was weiß ich, da Mitglied in der Gesellschaft von Gazprom, wie zum Beispiel der Schröder. Und man gucke sich nur die ganzen anderen deutschen Politiker an, die alle in irgendwelchen Aufsichtsräten und Vorständen von irgendwelchen großen Firmen sitzen. Also die werden keine normalen Menschen mehr so. Aber so ist es natürlich im Königreich Christi gedacht. Aber wir leben ja im Königreich des Antichristen. Nur mal eben zur Erinnerung. Aber Luther fährt fort. Ebenso wahrhaftig ist ein Priester nicht mehr Priester, wenn er abgesetzt wird. Aber nun haben sie Charakteres indelebilis, das heißt unauslöschliche Merkmale erdichtet und schwätzen, dass ein abgesetzter Priester dennoch etwas anderes sei als ein schlechter Laie. Ja, ihnen träumet, es könne ein Priester nimmermehr anderes als ein Priester oder ein Laie werden. Das sind alles von Menschen erdichtete Reden und Gesetze. So folget aus diesem, dass Laien, Priester, Bischöfe und, wie sie sagen, Geistliche und Weltliche im Grunde wahrlich keinen anderen Unterschied haben als des Amtes oder Werkes halber und nicht des Standes halber. Denn sie sind alle geistlichen Standes, wahrhaftige Priester, Bischöfe und Päpste, aber nicht gleich und einerlei Werkes, gleich wie auch unter den Priestern und Mönchen nicht ein jeglicher dasselbe Werk hat. Und das steht bei Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 4 und fortfolgende. Und das werde ich dann mal eben vorlesen für euch. Zitat: Denn gleich wie an einem Leibe viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Verrichtung haben.
So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne, aber untereinander Glieder. Wenn wir aber auch verschiedene Gaben haben und nach der uns verliehenen Gnade, zum Beispiel Weissagung, so stimmen sie doch mit dem Glauben überein. Wenn einer dient, es sei so in dem Dienst, wenn einer lehrt in der Lehre, wenn er ermahnt in der Ermahnung, wer gibt, gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Fleiß, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasset das Böse, hanget dem Guten an. Zitat Ende. Und im 1. Korintherbrief 12 lesen wir das auch und im 1. Petrus 2, Vers 9, wie bereits oben angeführt hat. Das wiederhole ich dann jetzt hier nicht nochmal. Dass wir alle ein Leib des Hauptes Jesu Christi sind. Ein jeglicher des anderen Gliedmaß. Christus hat nicht zwei oder von zweierlei Art Leibe, einen weltlich, den anderen geistlich. Ein Haupt ist und einen Leib hat er. Gleich wie nun die, die man jetzt geistlich oder Priester, Bischöfe oder Päpste nennt, von anderen Christen nicht weiter noch würdiger geschieden sind, als dass sie das Wort Gottes und die Sakramente handeln sollten. Das ist ihr Werk und Amt. Ebenso hat die weltliche Obrigkeit das Schwert und die Ruten in der Hand, die Bösen damit zu strafen, die Frommen zu schützen. Ein Schuster, ein Schmied, ein Bauer, ein jeglicher hat seines Handwerks Amt und Werk. Und doch sind alle gleich geweihte Priester und Bischöfe. Und ein jeglicher soll mit seinem Amt oder Werk den anderen nützlich und dienstbar sein, so dass vielerlei Werke alle auf eine Gemeinde gerichtet sind. Leib und Seele zu fördern, gleich wie die Gliedmaßen des Körpers, alle eines dem anderen dienen. Nun sieh, wie christlich das festgesetzt und gesagt sei. Weltliche Obrigkeit sei nicht über die Geistlichkeit, solle sie auch nicht strafen. Das ist ebenso viel gesagt wie, die Hand soll nichts dazu tun, wenn das Auge große Not leidet. Ist's nicht unnatürlich, geschweige denn unchristlich, dass ein Glied dem anderen nicht helfen, seinem Verderben nicht wehren soll? Ja, je edler das Glied ist, desto mehr sollen ihm die anderen helfen. Darum sage ich, dieweil die weltliche Gewalt von Gott geordnet ist, die Bösen zu strafen und die Frommen zu schützen, so soll man ihr Amt frei unbehindert durch den ganzen Körper der Christenheit ohne Ansehen der Person gehen lassen, sie treffe Papst, Bischöfe, Pfaffen, Mönche, Nonnen oder was es ist. Wenn das ausreichend wäre, die weltliche Gewalt daran zu hindern, dass sie unter den christlichen Ämtern geringer ist als der Prediger und Beichtiger Amt oder der geistliche Stand, so sollte man auch die Schneider, Schuster, Steinmetze, Zimmerleute, Köche, Kellner, Bauern und alle zeitlichen Handwerke daran hindern, dass sie dem Papst, Bischöfen, Priestern, Mönchen Schuhe, Kleider, Haus, Essen, Trinken machen oder ihnen Zins geben. Lässt man aber diesen Laien ihre Werke unbehindert, was machen dann die römischen Schreiber mit ihren Gesetzen? Dass sie sich dem Wirken weltlicher christlicher Gewalt entziehen, dass sie nur ungehindert böse sein und erfüllen können, was Petrus im 2. Brief Petrus Kapitel 2 Vers 1 bis 3 geschrieben hat. Zitat. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen und durch Verleugnung des Herrn, der sie erkauft hat, ein schnelles Verderben über sich selbst bringen werden. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Urteil über sie ist von alters her nicht müßig, und ihr Verderben schlummert nicht. Ende Zitat. Darum soll weltliche christliche Gewalt ihr Amt frei, unbehindert üben, unangesehen, ob's Papst, Bischof oder Priester sei, den sie trifft. Wer schuldig ist, der leide. Was das geistliche Recht dagegen gesagt hat, ist lauter erdichtete römische Vermessenheit. Denn so sagt Paulus in Römer Kapitel 13, Vers 1, Zitat. Zu allen Christen, Zitat. Jedermann, und Luther fügt hier hinzu, ich halte dafür des Papstes auch,
Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Auch Petrus erwähnt dasselbe in 1. Petrus 2, Vers 13 und 14 und 15, Zitat: Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lobe derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den unverständigen und unwissenden Menschen den Mund stopfet. Ende Zitat. Und es hat ebenso im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 10, folgende Bemerkung, Zitat: Allermeist die, welche aus Begierde nach Befleckung dem Fleische nachlaufen und die Herrschaft verachten, verwegen, frech wie sie sind, fürchten sie sich nicht, die Majestäten zu lästern. Ende Zitat. Es hat also Petrus auch verkündet, in dem gerade genannten Zitat, dass solche Menschen kommen würden, die die weltliche Obrigkeit verachten würden, wie denn durch das geistliche Recht geschehen ist. So meine ich, diese erste papierende Mauer liege darnieder, sintemal die weltliche Herrschaft ein Mitglied des christlichen Leibes geworden ist und, obwohl sie ein leibliches Werk hat, doch geistlichen Standes ist, weshalb ihr Werk frei, unbehindert in alle Gliedmaßen des ganzen Körpers gehen soll, strafen und antreiben, wo es die Schuld verdienet oder die Not fordert. Unangesehen der Päpste, Bischöfe, Priester, sie mögen drohen oder bannen, wie sie wollen. Daher kommt's, dass die schuldigen Priester, wenn man sie dem weltlichen Recht überantwortet, zuvor der priesterlichen Würde entsetzt werden, was doch nicht recht wäre, wo nicht das weltliche Schwert über dieselben zuvor aus göttlicher Ordnung Gewalt hätte. Es ist auch zu viel, dass man im geistlichen Recht der geistlichen Freiheit Leib und Güter so hoch erhebt, gerade als wären die Laien nicht auch geistlich so gute Christen wie sie. Oder als gehörten sie nicht zur Kirche. Warum ist dein Leib, Leben, Gut und Ehre so frei und nicht das meine, so wir doch gleiche Christen sind, gleiche Taufe, Glauben, Geist und alle Dinge haben? Wird ein Priester erschlagen, so liegt ein Land im Interdikt. Warum nicht auch, wenn ein Bauer erschlagen wird? Wo kommt solch großes Unterscheiden unter den gleichen Christen her? Allein aus Menschengesetzen und Erdichten. Es kann auch kein guter Geist gewesen sein, der solche Ausnahme erfunden und die Sünde geradezu unsträflich gemacht hat. Hier spricht Luther über römisch-katholisches kanonisches Recht. Aus Menschengesetzen und Menschenerdichten. Daher stammt römisch-katholisches kanonisches Recht, unter dem wir heute alle leben. Und warum alles so umgedreht ist in dieser Welt. Es kann auch kein guter Geist gewesen sein, der solche Ausnahme erfunden und die Sünde geradezu unsträflich gemacht hat. Nee, der Geist Satans ist kein guter Geist, Luther, da hast du vollkommen recht. Und da eben diese ganzen Gesetze und Erdichtungen von der römisch-katholischen Kirche aus der Synagoge der Kirche Satans kommen, ist eben auch dieses kein guter Geist, der eben diese Ausnahme erfunden hat und die Sünde geradezu unsträflich gemacht hat. Schaut euch doch mal diese Fälle an, wie zum Beispiel dieser Hoeneß in Deutschland da, der, was weiß ich, Millionen von Steuern hinterzogen hat und dafür ein paar Monate in Luxusknast geht und dann wieder freikommt und heute wieder ein ganz normaler Bürger ist. Mach du das mal als kleiner mittelständischer Bäcker, hinterzieh mal 2000 Euro Steuern, dafür gehst du 15 Jahre in den Knast. Ja? Ah ja. Was soll ich darüber jetzt noch groß ausweiten? Denn wo wir schuldig sind, fährt Luther fort, wider den bösen Geist, seine Werke und Worte zu streiten und ihn zu vertreiben, wie wir können, wie uns Christus und seine Apostel gebieten,
Wie kämen wir denn dazu, dass wir stillhalten und schweigen sollten, wo der Papst oder die Seinen teuflische Worte oder Werke vornehmen? Sollten wir um der Menschen willen göttliches Gebot und Wahrheit zerstören lassen, der wir in der Taufe mit Leib und Leben beizustehen geschworen haben? Fürwahr, wir wären an allen Seelen schuldig, die dadurch verlassen und verführet würden. Drum muss das der Hauptteufel selbst gesagt haben, was im geistlichen Recht steht. Zitat: Wenn der Papst so schädlich böse wäre, dass er gleich die Seelen in großer Menge zum Teufel führte, könnte man ihn dennoch nicht absetzen. Ende Zitat. Auf diesen verfluchten, teuflischen Grund bauen sie zu Rom und meinen, man solle eher alle Welt zum Teufel lassen fahren, als ihrer Schurkerei widerstreben. Wenn es daran genug wäre, dass einer über den anderen ist, dass er deshalb nicht zu strafen sei, dürfte kein Christ den anderen strafen, sintemal Christus gebietet, ein jeglicher solle sich für den Untersten und Geringsten halten, wie wir unter anderem in Matthäus 18, Vers 4 nachlesen können, Zitat: Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und auch in Lukas Kapitel 9, Vers 48 lesen wir, Zitat: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Ende Zitat. Wo Sünde ist, fährt Martin Luther fort, da ist schon keine Ausflucht mehr vor der Strafe. Wie auch Gregor der Große schreibt, dass wir wohl alle gleich seien, aber die Schuld mache einen dem anderen untertan. Nun sehen wir, wie sie mit der Christenheit umgehen. Sie nehmen sich die Freiheit, ohne allen Beweis aus der Schrift, das ist typisch die römisch-katholische Kirche, kein Beweis in der Schrift dafür, aber trotzdem nehmen sie sich die Freiheit, das zu verändern. Ich verweise nochmal eben auf den Sonntag. Auch kein Beweis in der Schrift. Sie nehmen sich die Freiheit, ohne allen Beweis aus der Schrift, mit eigenem Frevel, die Gott und die Apostel dem weltlichen Schwert unterworfen haben, das zu besorgen ist, es sei der Endchrists oder des nächsten Vorläufers Spiel. Endchrists, dafür kann man auch das Wort Antichrist setzen. Die andere Mauer ist noch loser und untüchtiger, dass sie allein Meister der Schrift sein wollen, ob sie schon ihr Leben lang nichts drinnen lernen. Sie vermessen sich allein der Obrigkeit, gaukeln uns mit unverschämten Worten vor, der Papst könne nicht im Glauben irren, er sei böse oder fromm, können aber nicht einen Buchstaben des Beweises dafür vorzeigen. Daher kommt es, dass so viele ketzerische und unchristliche, ja unnatürliche Gesetze im geistlichen Recht entstehen, davon jetzt nicht zu reden Not ist. Nun, da bin ich anderer Meinung als Luther. Ich finde schon, dass es hier der Rede Not ist, davon zu sprechen, dass diese ganzen ketzerischen, unchristlichen und unnatürlichen Gesetze im geistlichen Recht entstehen. Dazu muss man verstehen, dass der Papst meint, dass was er schafft, ihm gehört. Es gibt ja in der Bibel dieses interessante Zitat, wo Jesus gefragt wird, mit der Münze, da wo er dann sagt, zeig mir die Münze und wessen Bild ist da drauf? Was muss ich Cäsar bezahlen und was muss ich Gott bezahlen? Jesus antwortet, gib Gott, was Gottes ist und gib Cäsar, was Cäsars ist. Nun, in dieser Welt, in der wir leben, diese Welt wurde erschaffen von unserem Herrn, von Jesus Christus, vom Gott. Und alles, was da drin ist. Und er ist Eigentümer von allem, was da drin ist. Das heißt mit anderen Worten, diese Münze kann ich dem Gott zurechnen, weil sie ist aus einem Material gemacht, das er in dieser Welt geschaffen hat. Nun, was macht der Papst heute oder was macht die römisch-katholische Kirche heute? Die sind ja ganz schlau. Sie haben die Person erfunden. Die Person oder auch der Strohmann genannt, wie manche Leute das gerne mal nennen, wenn man im Internet und solche Dinge nachforscht über solche Sachen. Wir sind alle geboren als Mensch.
von Gott geschaffen. Und dann kriegen wir eine Geburtsurkunde. Und mit dieser Geburtsurkunde treten unsere Eltern uns ab an den Start. Damit wird eine Person geschaffen. Und in Zukunft sind wir nur noch diese Person. Und diese Person ist eine Rechtsperson, die der Papst geschaffen hat. Und weil er sie geschaffen hat und wir uns dem unterstellen, sind wir sein Eigentum und nicht mehr Eigentum unseres Herrn. Das heißt, der Papst stiehlt jede neugeborene Person auf dieser Erde vom Gott, dem Schöpfer, weg und macht sie zu seiner Person. Und weil wir das nicht wissen, weil sowas nicht gelehrt wird, unterstehen wir alle dem Papst. Und für diese Personen, die er schafft, macht er eben auch persönliche Rechte. Menschenrechte, humanitäre Rechte. Und die Rechte, die der Papst gibt, die kann er genau wie die Krone, die er gegeben hat, auch wieder einziehen. Man muss das wirklich mal verstehen und man muss sich da tief mit beschäftigen. Ich habe jetzt auch keine Lust, da jetzt besonders tief drauf einzugehen. Aber wenn man diese Strohmann-Sache mal recherchiert und dann aus der Sicht der Bibel recherchiert, dann versteht man, dass wir hier mit zwei verschiedenen Schöpfungen zu tun haben. Ich bin einerseits geschaffen als der natürliche Mensch, als den Gott mich gemacht hat, der aus dem Leib meiner Mutter kam, der natürliche, im Ebenbild von Gott geschaffene Mensch. Und ich werde direkt danach einverleibt vom System des Antichristen mit einer Geburtsurkunde, werde registriert, werde offiziell auf Börsen verhandelt mit Werten und allem drum und dran. Deswegen muss man sich auch immer versichern gegen alles. Deswegen muss man sich anschnallen im Auto. Ja, ich bin nämlich Eigentum des Papstes und der Papst will ja nicht, dass mir irgendwas passiert, weil sein Eigentum käme ja zu Schade durch meine Nachlässigkeit, wenn ich mich nicht anschnalle im Auto. Ja? Ich habe einen Grund, warum ich mich nicht anschnalle im Auto. Schon seit langem. Und das ist einer der Gründe. Und wenn man da wirklich mal raus will, da gibt es nur eine Möglichkeit. Ich habe das noch nicht getan, weil ich ja sonst meine Arbeit hier auf YouTube nicht fortsetzen könnte. Aber was man machen müsste, um ein wirklich wiedergeborener Christ zu sein und frei vom Königreich des Antichristen, das ist zum Amt gehen, seinen Personalausweis, seine Geburtsurkunde, Führerschein, sämtliche Identitätspapiere, sämtliche Diplomas, alles, was von diesem Staat kommt, den auf den Schreibtisch knallen und sagen, ihr habt keine Macht über mich. Aber wenn man das macht, dann kann man in dieser Welt wahrscheinlich auch nur noch schwerlich kaufen und verkaufen und überleben. Ne? Aber die Zeit wird kommen, wo wir uns alle irgendwann mal diese Frage stellen müssen, ob wir das machen wollen oder nicht. Und Luther schreibt schon 1520, daher kommt es, dass so viele ketzerische, unchristliche, ja unnatürliche Gesetze im geistlichen Recht stehen, davon jetzt nicht zu reden Not ist. Ich finde schon, dass das Reden, was ich gerade hier gemacht habe, Not war, um ein wenig Licht in diese Dunkelheit zu bringen, in der viele rumtappen. Das Problem ist doch, wenn man sich andere YouTube-Kanäle anschaut, die wunderbar belesen, wunderbar gelehrt sind und die wirklich versuchen, die Wahrheit zu erzählen, wie zum Beispiel Con Rebbi, einer, den ich wirklich sehr schätze in seiner Arbeit. Er sucht aber die Auswege aus dieser Situation, in der wir sind, immer nur dadurch, dass er zurückgeht, wie das System vor 100 Jahren war, wie es vor 130 Jahren war, also zum Beispiel Gründung des Deutschen Reiches, des Zweiten Deutschen Reiches 1871, beruft sich auf die Verfassung von Preußen, beruft sich auf all diese möglichen geschichtlichen Dinge. Das Problem ist, er beruft sich immer auf Lehre, die sowieso vom Papst gekommen ist. Ob das jetzt rechtens ist, ob das unrechtens ist, das ist ja völlig wurscht. Es ist immer Papstlehre. Und wenn die eine Papstlehre der anderen Papstlehre widerspricht, ja, dann nimmt man eben die, die einem besser gefällt. Ja? Wirklich frei kann man nur sein, wenn man diesen Strohmann komplett ablegt und sich zurück ein Mensch unter Gott erklärt. Das ist ein Schritt, den muss ich auch noch machen, das gebe ich ja zu. Habe ich kein Problem, das zuzugeben. Momentan lebe ich auch noch in dieser Welt. Aber ich bin mir bewusst davon, dass ich es machen muss und irgendwann auch tun werde.
Und in der Zwischenzeit kann ich ja nur probieren, den Leuten dieses Wissen ein wenig näher zu bringen, dass sie sich selbst damit beschäftigen und nach dem Studieren der Bibel sich selbst darüber im Klaren werden, dass wir im Grunde als wiedergeborene Christen ein Königreich haben und einen König haben, unter dem wir auch hier auf dieser Erde bereits leben können. Nur können wir eben nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht vom Tisch des Antichristen essen und gleichzeitig erwarten, dass Gott uns auch noch auftischt. Das funktioniert nicht. Gut, ich werde eben diesen Absatz hier noch zu Ende lesen und dann den ersten Teil von dem an den christlichen Adel Deutscher Nationenbrief von Luther 1520 bei der ersten Lesung hier zu Ende bringen. Also ich wiederhole nochmal eben. Daher kommt es, dass so viele ketzerische und unchristliche, ja unnatürliche Gesetze im geistlichen Recht stehen, davon jetzt nicht zu reden Not ist. Denn derweil sie der Meinung sind, der Heilige Geist verlasse sie nicht, sie seien so ungelehrt und böse, wie sie könnten, wären sie kühn festzusetzen, was sie nur wollen. Das ist genau das, was ich gerade mit anderen Worten versucht habe zu erklären. Und wo das wäre, wozu wäre die Heilige Schrift Not oder Nütze? Eben. Deswegen ist die Bibel komplett nutzlos und verboten von der römisch-katholischen Kirche. Lasset sie uns verbrennen und an den ungelehrten Herren zu Rom begnügen, die der Heilige Geist innehat, der doch nichts als fromme Herzen innehaben kann. Wenn ich's nicht gelesen hätte, wäre es mir unglaublich gewesen, dass der Teufel zu Rom solch ungeschickte Dinge vorwenden und Anhang gewinnen sollte. So, hier schließe ich die erste Lesung ab. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Das Papier könnt ihr im Internet gerne raussuchen. Wenn ihr wollt, kann ich auch den Link in die Beschreibungsbox mit reinmachen. Das findet man da drin und dann könnt ihr es für euch selbst lesen. Und natürlich, Luther hatte damals noch nicht die ganze Erkenntnis, die er ein paar Jahre später hatte. Das ist ja logisch. Er ist ja auch im Glauben gewachsen, wie wir alle täglich im Glauben wachsen. Aber er hat schon viele rechte und unrechte Dinge hier erkannt und angeprangert. Und eben weil er diese angeprangert hat, wurde er dann verpflichtet, als er nach nach Worms kam und vor Karl dem V. da widerrufen sollte, hat er gesagt, ich kann das nicht widerrufen. Es sei denn, du kannst mir beweisen, dass ich gegen die Bibel rede. Solange ich mit der Bibel rede, dem Wort Gottes rede, habe ich nichts, was ich bereuen kann, was ich zurückziehen kann. Ja? Gut, das war der erste Teil und inzwischen verweise ich nochmal auf die Lesung von Luther 2017. Die 7 Teile, die ich da gemacht habe und nach hochlade, könnt ihr euch ja mal anschauen. Ist auch ganz interessant. Und nein, ich bin kein Lutheraner, aber ich bin ein bibelgläubiger Christ. Und wenn Luther hier ein Schreiben nimmt, das als Basis die Bibel hat, und ich finde, dass das alles im Einklang mit der Heiligen Schrift ist, dann lese ich das eben vor. Ohne Luther, so fehlbar er auch war, würden wir alle heute nicht hier sitzen. Ich nicht, um dies zu lesen, ihr nicht, um dies zu hören, weil dann würden wir immer noch in dem dunklen Mittelalter leben. Dunkel, weil wir keine Kenntnis von der Heiligen Schrift hätten. Heute haben wir die. Und da bin ich unter anderem auch Luther dankbar für, der auch Fehler gemacht hat. Ja, ich mache auch Fehler, du machst auch Fehler. Der Erste, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Steine. Haben doch nicht viele Pharisäer und Schriftgelehrte damals Steine auf die Frau geworfen, die ihren Mann betrogen hat? Warum wohl nicht? Gut, das war der erste Teil. Bis zum nächsten Mal. Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab. Und wünscht euch noch alles Gute, einen schönen weiteren Tag. Gott behüte und beschütze euch auf all euren Wegen. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.